Also ich hoffe, es ist okay, wenn du die TSG spielst. Ja, kommt drauf an, was du nimmst. Okay, Leute, wir sind hier vor der Konsole. FIFA gegen Olli Baumann. Er spielt die TSG, seinen Verein auf jeden Fall. Ich bin 1. FC Köln. Brauchst du Teammanagement oder eher nicht so, einfach gleich loszocken? Jo, fang mal an. Fang mal an. Also ich glaube, du solltest eh im Tor sein auf jeden Fall. Hoffentlich. Das Gesetz bei Nagelsmann. Okay. Zockst du selber FIFA zu Hause? Ja. Schon oft? Es kann sein, dass ich es erst noch umstellen muss. Wieso hast du individuelle Tastenbelegungen? Ja, ich habe die von damals noch von Pro Evo übernommen. Jo. Stell ruhig ein. Zum Teil. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Auf wen baust du jetzt in deinem Team? Köln. Wagner? Auf mich. Auf dich, dass du ein paar Bälle rausholst. So weit soll es nicht kommen. Ja. Ja, ich sehe schon, da ist Talent vorhanden auf jeden Fall. Das Spiel gegen Bayern. Hast du ja ziemlich viele Hate-Kommentare gekriegt auf deiner Facebook-Seite. Blendest du das wahrscheinlich dann auch? Das schaue ich mir gar nicht an. Achso, also komplett Hater ignorieren. Ey. Das Beste, ja. Ist ja sogar lustig. Kriegst du das gar nicht dann so mit, wirklich? Also das ist mir dir verborgen geblieben, mir nicht? Ich schaue mir nicht meine Kommentare an. Wir sind, also nicht falsch verstehen, aber die Leute tragen wenig zu meinem Spiel bei. Kommt auch gar nichts zustande. Ja, wir sind viel im Mittelfeld unterwegs. Wir neutralisieren uns. Oh shit, was war's? Oh ja. Ich wieder geben. Komm, Niki. Was war denn das, Alter? Ja, okay. Keine schlechte Chance, noch. Hätte Baumann gehabt auf jeden Fall. Hätte er gehabt. Aber. Was macht der Verteidiger? Oh, zockt er auch. Ja, ab und zu. Ich muss mich ein bisschen vorbereiten, weißt du? Oh. Das könnte die Chance werden. Amiri. Gut. Schuss. Nee, oh. Der war nicht daneben. Das kann er ganz, definitiv ganz eng. Besser. Hat doch einen linken, der Kerl. Aber hier fällt sich das schon ein bisschen anders wie online, gell? Das Spielerlebnis meinst du jetzt, oder wie? Ja. Zockst du viel online? Ich zock eigentlich nur online. Also nicht gegen Mannschaftskameraden? Haben die kein FIFA, oder was? Gutes die Jungs aus deiner Mannschaft? Doch, schon. Oh ja. Sind zu schlecht, oder was? Ich muss mich kurz konzentrieren. Boah! Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Und das gibt's ja nicht. Schaut, nochmal Nachschuss. Jetzt! Oh. Alter. Und dann kommt immer der. Zack. Dein Standard-Torjubel. Rudi fällt den habe ich auch von Basti. Okay. Ja, scheiße, aber geiles Tor auf jeden Fall. Linke reinkommt, hey. Jetzt einen Gegenangriff. Das ist nicht anstrengend. Scheiße. Oh. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Und Wetten pfeift er ab jetzt. Und wie ich gesagt habe, scheiße, ey. Ja, okay, 1-0. Ist noch nichts verloren. Hoffe ich doch, ey. Wie sieht dann so dein Tagesablauf aus? So ein typischer Trainingstag? Wird's jetzt gefährlich. Warte kurz. Ja, konzentrieren. Oh, ey, ich hab schon geahnt, dass der angetäuschte Schuss kommt, ey. Das hört man. Wenn man zu zweit spielt, hört man es ja. Boah, dann duckt er sich weg. Wo waren wir jetzt? Tagesablauf. Ja, wenn wir jetzt also zum Beispiel zweimal Training haben, dann treffen wir uns zum Frühstück. Mhm. Und dann geht's langsam zum Warmmachen. Scheiße, das ist nicht gut. Nein, das ist so ein geiles Tor. Der haut die Bälle rein, der Kollege. Der Pavel. Schießt auch eins auf Tor, oder? Nee. Der kommt auf die Grundlinie, sprintet da runter und dann. Nur wenn Baumann jetzt sozusagen hier Coach ist, dann macht er die Dinge rein, ey. Mann. Ja. Nee, und dann gibt's. Treffen wir uns im Kraftraum davor zum Warmmachen, zum aufs Training einstimmen. Und dann geht's langsam raus. Wir Torhüter gehen meistens früher raus, wie die Feldspieler, weil die uns dann später auf dem Platz brauchen. Oder früher Platz brauchen. Brauchen da einfach ein bisschen mehr Vorbereitung. Ja, du bist so ein Trickster, die mag ich gar nicht. Aber ja, du möchtest gerne Trickster. Also richtige Kombination habe ich nicht drauf, ich drücke einfach irgendwas. So auf gut Glück. Ja, richtig. Aber hat scheinbar nicht geklappt heute. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah! Letzter Moment, Mann. Servus in meinen Spieler. Warum hast du Köln genommen? Köln ist eigentlich ein ganz. Also ich mag Stadion ganz gern. In Köln war ich schon ab und zu mal am Start. Ja, das Stadion ist schon schön. Ja. Gute Stimmung. Ja, das stimmt allerdings. Sagst du zu eurer Torhymne? Ist ja auch nicht so alltäglich. Unsere Torhymne? Hörst du gerne so dein Lieblingsgeräusch? So? Ja, das Ding ist, dass man. Also wenn
wenn ein paar Tore gefallen sind, dann kriegt man die auch nicht mal so leicht aus dem Kopf. Ja, stimmt. Und dann schläfst du mit der 1 sozusagen. Nervig. Und zu Hause Katzen, Hunde? Zwei Katzen. Gerade die dritte Katze da von ihrer Schwester. Aber auf die freut man sich dann als Olli Baumann, wenn man nach Hause kommt, bis er mit Katzen kuscheln kann. Ah ja, die. Vor der Konsole? Nee, dann mit. Dann stören sie ja. Dann. Ja. Nee, der eine ist total entspannt. Und die anderen zwei. Oh, die anderen zwei beschäftigen sich selber, aber das ist was Schönes, wenn so zwei zu Hause sind. Wie kann man sich das dann daheim vorstellen? Bist du eher so der Typ, der auch mal hinterm Herd steht und hier die Frau bekocht oder wartest du dann eher vor dem Fernseher, vor der Konsole? Nee. Das machen wir meistens zu zweit. Echt? Okay. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gut abgeblockt, so wird nichts aus. Du kannst schon die Ecke noch ausfüllen, nee, first. Trotzdem an der Pfanne bin eigentlich eher ich. Echt, oder? Okay. So deine Leidenschaft, kochen oder was? Ja. Für die Mitspieler dann auch mal? Nee. Oh, da haben sie was verpasst. Bisher noch nicht. Da kommt die Anzeige, ja, aber bei uns gibt es jetzt nicht die Nudelpfanne oder so. Also wir probieren alles sehr querbeet. Nee, natürlich einfach zu halten, wenig Verarbeitetes, so in die Richtung. Okay. Sind wir dann doch auch ein bisschen spezieller. Respekt, klingt gut. Hört man auch nicht so oft. Ja, und ich muss auch... Sag's ruhig! Ja, er hat wirklich gewonnen. Ich hatte echt hatte ich überhaupt einen Torschuss. Also ich weiß nicht, was da los war. Statistik schon. Auf jeden Fall hier Glückwunsch an Olli Baumann. Der hat mich hier echt vorgeführt, kann man echt sagen. Darauf ruhst du dich jetzt aus. Oder wird noch weiter trainiert und dann werde ich nächstes Mal 10-0 geschlagen. Kann ich gerne wiederkommen. Okay, also die Herausforderung werde ich auf jeden Fall annehmen. Danke an euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke an Olli Baumann. Gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Schreibt eure Challenge-Vorschläge in die Kommentare. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Und wir zwei sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal.